Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Rosenkranz. Ich kann den Herrn Schieder insoweit einmal beruhigen, dass er selbstverständlich vor Eingang in die Tagesordnung den gültigen und auch dann zur Abstimmung kommenden Antrag bekommen wird. Aber zum Zweiten, mich wundert es so, gerade noch vor einem halben Jahr, als wir Freiheitlichen noch auf der Oppositionsbank saßen, haben Sie in der Regierung genau dieselben Vorgangsweisen gemacht. Nur jetzt, weil Sie woanders sitzen, ändert sich wieder Ihr Standpunkt. Wir machen nur das, was Sie lange Jahre praktiziert haben. Und jetzt auf einmal passt es. Der Kollege Hauser hat es Ihnen schon anhand der Rechnungshofberichte gesagt. Jetzt, wo der Rechnungshof Ihr Versagen aufzeigt, wollen Sie sogar noch dieser Regierung in die Schuhe schieben. Hören Sie auf mit Ihrer Lächerlichkeit.